Und eins. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die, die Gefährten mit Schnitzel. Die anderen beiden sind heute gar nicht mehr dabei. Grüß Gott. Heute alleine nur mit Schnitzel unterwegs, wie man sieht. Wie geht's Was? dir, Schnitzel? Ach ne, da ist ja noch Ron. Nein, ich bin nicht da. Aber Max ist heute nicht mehr dabei, wie man sieht. Ist hier nirgendwo. Du hast dich ganz schön verärgert, du bist heute ganz schön echt fies, muss ich sagen. Warum? Max geht schmollen. Ich gehe nach Hause. Wo ist er denn? Da vorne Da, rennt Max. er. Was? Da Achtung! hinten. Zombie von links, Max! Zombie von links! Was? Jetzt auf die Zombies. Ich soll da vorne rennen. Ich drehe am Rad. Wo ist der runter? Hier oder was? Hier ist er runter, ja. Zwischen den Dingern. Der ist echt geschickt runtergehüpft. Nee, das mache ich nicht. Da breche ich mir noch was. Hier? Ich nehme die Leiter. Quatsch. So, Tag 13 ist quasi. Wie wollen wir es machen? Jetzt bis mittags noch ungefähr looten. Dann die Sachen aufnehmen und Abmarsch oder die Nacht noch hier verbringen und erst an Tag 14 zurück. Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch ein, zwei Reihen Spikes benötigen. Ja. Es kommt halt ganz drauf an, wenn die Horde wie die letzte ausfällt, ja. Ah, das glaube ich nicht ganz. Ja, mal gut, die Spikes, die werden schnell gemacht, die könnte ich jetzt hier nebenbei noch machen. Ja, aber dann würden wir dadurch einen Platz belegen, den wir aber brauchen. Sag mal, ich habe ja doch gerade einen Poncho angezogen, bin ich ja bescheuert. Ernsthaft, hallo, du hast ein Bein weniger. Ich wollte gerade sagen, fang das Krabbeln an. Läuft da noch rum, als wenn er zwei Beine hätte. Alles muss man dem sagen, du. So kann ich nicht mehr rennen und mir ist heiß ohne Ende. So. Oh Gott, sieht es komisch aus mit dem Nachtsichtgerät. Es ist ja auch Tag, da braucht man kein Nachtsichtgerät. Das ist ja schon der Nein. Name. Nacht. Nein, ich habe gerade mein Cowboy-Hut abgezogen. Ja, es sieht ja gerade die Nacht. So, ja, gut. Ach ja, stimmt. Eben klar. Nachtsichtgerät. Ist dann der, die oder das Gerät? Den. S-Gerät. Den. S. Nein, den. S. Nein, den. S. Nein, den. S. Nein, den. S. Ich hab Nein, doch schon den. gegessen. S. So, Kinder. Das haben wir wieder gut. Ich habe ja schon nachgegeben, der Klügere gibt nach, also. Also, in der Stadt ist Kacke. Wenn ich steige, oh Gott. hörte ich nicht. Sehr gläubig wahrscheinlich, wa? Die Stadt? Nee, du. Ich hab ein ziemliches Ja gut, ich gehe Problem. direkt neben der Kirche, ja. Ja, Ich hab ein dann. ziemliches Problem. Ja. Was denn? Krieg meine Hitze nicht mehr runter. Hast du ein Poncho an? Nein. Ja, merkst du was? Der Poncho gibt schon allein Minus, was weiß ich was. Ich komm eben, mach den Poncho. Kann nicht mal rennen, meine Ausdauer geht instant auf null. Ja, da bist du schon ziemlich weit. Ja, Ist gleich zu Hause. Kicks ist gleich zu Nein. Hause. Bin jetzt gerade auf Level 1 Ja, zurückgegangen. ich würde gerne, komm aber nicht mehr die Treppe rauf. Oh Gott. Ich bin verloren. Ja, die haben die unterste Stufe weggeschlagen. So, Poncho. Regen? Die unterste Stufe haben sie nicht weggeschlagen, die schlagen hier weg. Nein, nein, die haben die unterste Stufe von den untersten Stufen weggeschlagen. Ach, quasi die vorletzte unterste Stufe. Die zweite unterste Ah. Die unterste Stufe halt, ne? Aha. Die ganz unten ist die Stufe, ne? Ich habe Eindeutig, ne? 440er Reifen gefunden gerade. Nice. Oh, ich habe eine etwas schlechtere Axt gefunden. Axt sag ich schon. Poncho, Poncho brauchst du. Batterie. Poncho. Der Poncho ist in der Herstellung, Junge. Ganz ruhig. Also. Wupp. Wupp, wupp. So, wo ist er denn? Ja. Meinst du jetzt den Poncho oder den Kicks? Den Kicks. Dann rennst du geradeaus auf mich zu, wenn du da der gelbe Punkt bist. Ja, das bin ich. Ja, Naja, bei dir irgendwann bin hatte ich ich der gelbe genug. Punkt, aber ne? Schwupp. Bitteschön. Ja, ah, da.
Ja. Ich hab grad gesagt, wo ist er denn hingekommen? Augen aufmachen. Hab ich doch. Mhm. Sieht man. Ja, ich hab ihn doch. Max, wir waren wo? Wir waren in dem Tower. Bist du da wieder hin oder? Hatten wir den nicht. Ach nee, den hatten wir gar nicht fertig. Nee. Also, wie die Zuschauer sicherlich gemerkt haben, angefangen. Heute dreht sich wieder erstmal alles ums Looten. Nein. Geht es schon wieder los? Echt? Ah, nee. Passt, alles gut. Wahnsinn. Ja, so richtig weiter sind wir jetzt aber auch noch nicht gekommen, oder? Jetzt mittags looten und dann nach Hause. Ich hätte gedacht, bis Tag 14 und dann noch. Aber ich glaube, der Tower wird ein bisschen länger brauchen, ne? Dann looten wir vielleicht die kleinen Geschäfte erst. Oder? Hier ist Wurscht, ich habe eine Wildsau gefangen. Dann jagt du deine Wildsau, ich jag deine Autos. Unfair. Natürlich, ich ziehe mir den scheiß Poncho an, laufe 5 Meter und bin im Schneebio. Ja. Hast du ein Messer? Zufälligerweise nein. Wann hast du ein Messer? Ja. Magst du die Schwein ausnehmen? Magst du das ausnehmen? Kannst du kein Knochenmesser craften? Nein, kannst du nicht. Mal einen eigenen Knochen? Ja, nimm dir einen raus. Nee, sonst ist es gefroren. Ich eile. Mehr als rennen kann ich nicht. Cool. Ich hab einen Bug gefunden. Toll. Ich kann meine Mission nicht beenden. Cornmeal. Wie, du kannst deine Mission nicht beenden, hä? Ja, ich kann meine Mission nicht beenden. Welche Mission? Ich hab die Mission, 3 Lumberjacks und Frozen Lumberjacks umzubringen. Okay, das geht aber nicht. Geht aber nicht, weil die Lumberjacks nicht gezählt werden. Ja. Warum auch immer. Okay. Musst du die mit irgendwas bestimmten killen? Nur mal eben um die Ecke. Ja, mit der Axt. Nein, mit Feuer. Nein, steckt nur da Kill Frozen Lumberjacks. Ja, mit einer Feuer-Axt. Was? Ja, mit einer Feuer-Axt. Musst du bei den Missionen richtig nachlesen. Oh Gott. Ja, Keks, was liest du denn auch so ein Scheiß? Oh mein Gott. Keine ja. Ahnung, wie viel Taschenlampen ich da heute in dem. Jetzt habe ich eigentlich nur noch 28 Kerl, verdammte Scheiße. Weil du. Hättest du dich auch gehauen? Nein! Quatsch, der Joke bringt mir nur einem was. Weil er jetzt nicht jeden mit der Taschenlampe eins drüber überzimmert. Oh, das war ein Versehen. Ja, ja. Das war halt echt ein Versehen. Eigentlich wollte ich Kicks nicht treffen. Ah! Pixel ist zu Hause. Ja, ich habe probiert, einen Lumberjack mit einer Fire-Axe umzubringen. Achso. Ja, das sollte meinen Leuten überlassen, die es können. Er ist ja wenigstens schon was mitgenommen, Mann. Ich brauche unbedingt mal eine ordentliche Picke. Ist doch nicht hier. Was? Ja. Ich rauf immer noch mit der Steinaxt rum. Alles klar? Ja. Was uns auch immer du mir damit sagen willst, aber ist mir egal. Du hast gesagt, du pickst. Ja. Wenn du das so siehst, dann wird das wohl so sein. Ich hab das nicht gesehen. Echt? Da ist ein Zombie drin? Was macht der denn hier? Schon irgendwie traurig, ne? Ernsthaft. Das sag ich mir auch gerade. Ernsthaft? Wandsafe? Hier? Na gut, okay. Oh Gott! Wo bist denn du? Oben. Ach, da oben. Daheim. Gut, das wissen wir. Du warst, glaube ich, von der Gesamtzeit her, seitdem wir in dieser Stadt sind, und das meine ich jetzt ohne irgendwie, also überhaupt nicht ironisch oder sonst was, sondern ernsthaft, ich glaube, du warst mehr unterwegs außerhalb der Stadt und zu Hause als in der Stadt. Kann das sein? Wird wirklich sein.
Ja, ich will halt immer unseren Zuschauern die Landschaft zeigen. Die Landschaft? Wunderschön. Dann lauf doch zurück. Jo. Die wunderschönen saftigen Wiesen, das Haus, was da oben steht. Ich habe einfach schon wieder zwei Ranch gefunden insgesamt. Ne? Die schönen Schneeberge. Die Schneeberge und Schneetäler, ne? Genau, Berg und Tal. Zeigen, wie man mit der Fire Axe gegen einen Schneezombie kämpft, mit 28 Health. Du bist der Held. Ja. Deswegen habe ich auch eine Feuerwehr-Axt. Weil du der Held bist. Ja. Kein Scrap Iron rausholen bitte, danke. Warum nicht? Nein, das ist zu, nein, ist zu viel. Ja, dann gehe ich mal woanders lang, ne? Wahrscheinlich klaust du mir jetzt auch noch meine Frames. So, auch das Stockwerk ist erledigt. Jetzt auf der Müllhalde spielen. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. Gar nichts. Wird wohl dein Glück sein. Brauchen wir einen einzelnen Chrysanthemen-Seed? Ja, der ist überlebenswichtig. Auf jeden Fall nicht. Vor allem wird es mir kalt jetzt auch noch. Dann zieh mal deinen Poncho auf. Selber schuld. Ich bin mal gespannt, ob ich das Haus hier noch fertig bekomme. Ich dachte eigentlich, Kixel hilft mir. Nee, Kixel jagt ja Zombies. Er ist ja mit der Axt unterwegs. Ja. Wenn ich alleine überlege, wie lange das wir zu viert oder zu dritt, ja, zu dreieinhalb Kicks kam ja dann irgendwann dazu in der anderen Hütte, für so ein Hochhaus gebraucht haben. Da war ich schon längst drin. Was? In dem Hochhaus. Hochhaus? Von welchem Hochhaus sprichst du jetzt? Das, was wir am Anfang gelootet haben, wo wir zu fett waren. Ja. Das ist ja schon längst leer. Da brauchen wir nicht drüber reden. Da steht nebendran, gegenüber der Kirche, oder gegenüber der Kirche, nochmal so eins. Da habe ich schon einen vollen Ingame-Tag drin gelootet. Und bin immer noch mit beschäftigt. Jetzt stirb doch mal. Nein, den Gefallen tue ich dir nicht. Ich rede ja auch nicht von dir, ich rede von dem Lumberjack. Kix ist gleich wieder zu Hause. Es sei auf jeden Fall bis Mittag wieder hier, ja? Mit leeren Taschen, bitte. Ja, mit leeren Taschen, ganz wichtig. Also so viel wie möglich hier wegbekommen. Vor allem die Stadt kriegen wir eh nicht komplett fertig. Hier müssen wir dann eh nochmal her. Können wir ja, noch das auch nochmal aufteilen? Ist eine größere Stadt halt, ne? Bitte? Ist halt eine größere Stadt. Ja. Ja, es wäre mir eh. Sag ich doch, er stirbt gleich wieder. Mann. Weil wir müssen das sowieso ein bisschen aufteilen. Für die. Oder die nächste. Vielleicht nach der nächsten Horde, das wollte ich sagen, ein bisschen aufteilen. Das war. Was ist denn jetzt los? Die schreien hier alle dagegen. Hier war schon echt jetzt. Ich krieg die Krise. Magst du auch tot? Nee. Doch nicht. Wahnsinn. Aha. Glück. Hier können wir noch was finden. Ohne Worte gerade. Machen wir hier erstmal auf, dann kommt nämlich ein bisschen Licht rein.
Ja, soweit ist es noch gar nicht. So, dann einmal Bad. Und noch eine Ranch. Ich bin schon bald so weit zu sagen, hier, Ranch kann man liegen lassen. Sonst halt 5 Ranches verkaufen beim Händler. Kann man natürlich auch tun. Beim Händler kommen wir nicht vorbei, ne? Nee. Das liegt nämlich genau auf der anderen Seite. Ja. Aber da sollten wir auch nach der nächsten Horde mal eine Tour machen, ne? Zum Händler. Ja. Einer oder vielleicht zwei, je nachdem, wie viel wir haben zum Verkauf. Die können wir gar nicht haben, dass wir, glaube ich, 2 Taschen füllen können. Ja, eigentlich noch nicht. Leck mich fett, ey. Nee. Nee. Nie im Leben. Das ist, glaube ich, auch besser so. So, was machen wir denn jetzt mit dem Großen? Die leeren. Wow. Jetzt haben wir denn nicht zugehört. Brauchen wir sie oder brauchen wir sie nicht? Ja, gute Frage. Also man kann daraus Öl machen mit Oil Shade, aber haben wir Oil Shade? Kriegen wir bestimmt noch Dosen und Masken? Ich weiß es nicht. Ja, alles klar. Ich brauche Platz. Scrap. Also Scrap. Hab ich's gesagt oder habe ich's gesagt? Ja, mach mal die Tür auf. Hier bin ich. Komm. Ja, fein. Wenn du die Tür triffst, Roland, dann ist alles gut. Ein Kokosack mit dem Mann. Ja, genau da. Okay. Dass die Zombies auch immer die Hände da durchhalten müssen, das ist so schlimm, ne? Kann das sein, dass man langsamer geworden ist? Wenn man kalt ist, ja. Wow! Kommst du jetzt her, Troller? Bist ja gar kein Troller, aber ich komme das gleich raus. Frage ist trotzdem auch an dich gerichtet. Wo kommst du her? Oh, da ist ja der Lumberjack. So, einmal Licht reinlassen hier. So, schon sieht man mehr. Unfassbar. Echt jetzt? Ja. Man macht ein Fenster auf. Ist schon wahnsinnig. Schon sieht man mehr, ja. Ja, aber das unfassbar. Meinte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber es ist in Ordnung. Was fragst du denn dann? Stimmt, du hast recht. Was frage ich überhaupt? Eben. Da! Da sind sie! Endlich! Leatherleg Armor. Sehr schön, jetzt habe ich alles, was Leder ist, gelernt. Quasi ein kleiner Lederfetisch ist, ne? Jo, quasi. Arr. Knurr. Bring Kaffee mit! Kannst du Scrap Iron Helmet? Na, Iron natürlich. Helmet? Warte. Scrap Iron Helmet kann ich und. Scrap Glove. Ups. Iron. Den Iron Helmet kann ich noch nicht. Okay. Und was noch? Scrap Glove. Was? So, kannst hin. Ich muss hier erstmal zurück. Scrap Gloves kann ich auch noch nicht, nein. Okay. So, du pennst sowieso gleich wieder ein. Dann gehe ich jetzt erstmal ganz nach unten. Zu viele Eisentürne, zu wenig Picke. Einmal schnell zur Feuerwehr. Ich werde Feuerwehrmann. Ich glaube eher, als Bestatter würdest du dich besser tun. Ja. Du hast ja schon reichlich Erfahrungen gesammelt mit. Auf jeden Fall. Ohne Worte.
Glaubst du an die Auferstehung, Kicks? Nein, aber an den Respawn. Ja, genau. Nicht wirklich. Nein, komm, ich muss widerstehen. Okay. Verkopf, okay. Deswegen. Das scrappen wir gleich. Das gleich scrappen. Oh. Ah, Fuß verloren. Beide Füße verloren. Nice, das war's. Ihr müsst schon was sagen. Die Leute wollen unterhalten werden. Ich konzentriere mich gerade. Aufs Einsortieren. Ah. Oh. Sehr gut. Oh, da musst du aufpassen. Ich darf das Schnitzel nicht stören. Ja, das ist gar nicht so einfach, du. So, ich hier. Bis da rein. So, fertig mit Einsortieren. So, ja, dann, Erzähl einen Witz. Ich erzähle die Wahrheit. Kicks war schon wieder tot. Zweimal in dieser Folge. Und? Ja, das wollte ich bloß mal kurz so mitteilen. Ja, schön. Mach ich denn hier? Wird wahrscheinlich keine Zuschauer mehr mittlerweile. Das sehe ich anders. Fehlen bestimmt schon. Ja, wir machen mal so einen Death Count. Den haben wir schon. Also 14 ja. zu 1. Schnitzel? Ja, aber bemüht. Da müssen wir jedes Mal hergehen. 14 Mal? Ernsthaft, Kicks? Oh Gott, das darf ich mir jetzt die nächsten 500 Trilliarden Folgen anhören. Kicks, wir haben noch nicht mal Tag 14 und du bist schon 14 Mal? Ja, einmal pro Tag, ne? Das ist öfter als einmal pro Tag. Ja, er bessert sich ja jetzt noch am einen Tag und dann passt das ja wieder. Ja, bitte, also Kicks, 0, irgendwas soll das vielleicht schon sein. Aber wir haben ja mittags, ne? Boah. Was denn? Nix. So schlimm sehe ich jetzt auch nicht aus. Doch. Ich glaube, es hackt. Ja, nee, dann sollten wir uns vielleicht mal langsam sammeln. Und da fange ich gar nichts an, da noch einmal hochzurennen ins Haus wegen ein paar Minuten, wegen 2-3 Minuten looten, ist Quatsch. Da sollten wir wirklich erstmal das Wichtigste aus den Kisten rausnehmen. Das Wichtigste, was wir jetzt brauchen, weil ich weiß ja, gut, eventuell könnten wir nochmal herlaufen vor der nächsten Horde. Das war so klar. Ja. Ja, aber das können wir uns ja bei Gelegenheit alles anschauen. Beim nächsten Mal vielleicht. Nee, jetzt noch nicht. Doch. Nein. Doch, Kicks. Ich weiß schon, auf was du anspielst. Was denn? Komm hoch. Was denn? So, ist das deine Frisur? Ist das deine Frisur? Was? Was denn? Was denn? Oh, nix. Aber also, ob du das loopen kannst, Max, wenn du fertig bist, meldest du dich mal, ne? Airdrop. Und jetzt aber. Lauf, Junge, lauf, da ist er. Den gibt's in der nächsten Folge. Der landet sogar, glaube ich, im Wasser. Okay, dann, ihr habt's gehört, die haben alle drei keinen Bock mehr.
Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal. Schaut bei den anderen vorbei und ciao. Tschüss.